So, moin moin und damit willkommen und zwar zu einem, dieses Mal ist es tatsächlich ein Unboxing und kein Haul mehr, wurde mir erklärt. Und wir wollen uns ansehen, ja, das ist einfach mal so eine kleine Sammlung von den Sachen, die ich von der Spiel habe. Das Video dazu habt ihr ja schon vielleicht gesehen. Und wir wollen mal reingucken und zwar sowohl in dieses Kartenset, das ist Martial Arts 12. 12 Karten mit unterschiedlichen Martial Arts Stilen. Da wollen wir mal reingucken. Dann haben wir hier noch ein eingeschweißtes Spielleiter-Set. Das wird dann, genau, da sind dann auch nochmal so Hilfskarten dabei. Das kann man hier vielleicht auch schon sehen. Das wollen wir uns gleich nochmal angucken. Und wir gucken mal in diese pickepackevolle Box. Kann man hier schon erkennen, das ist nicht nur The Temple of Nightmares, beziehungsweise The Daring Kang Brothers and The Temple of Nightmares von Yu Hong Kong Story inklusive dem Kurzfilm Under Pressure. Also das können wir dann hier auch schon erkennen. Da ist ganz viel verschiedenes Zeug drin, ganz viel gemixt und da wollen wir gleich mal reingucken. Und ich habe jetzt mir hier schon was zum Aufmachen geholt und dann machen wir das mal auf. Gut, wir sehen uns gleich wieder. Ich mache das kurz nochmal ohne euch auf und dann gehen wir das mal durch. Gut, das Ganze ist jetzt offen. Ich habe noch nicht reingeguckt, so wie ihr das von mir kennt. Ich mache das ja normalerweise immer mit euch gemeinsam auf. Aber was mir hier schon beim Auspacken aufgefallen ist, das kam mir hier dann gleich so entgegen. Das ist hier nämlich nur so ein kleiner Halter. Diese Karten sind nicht aus Papier, sondern die sind aus Pappe. Das ist auf Pappe gedruckt und dementsprechend sicherlich auch sehr unanfällig gegen, sollte man Cola trinken oder so ein Blödsinn, dass man das einfach abwischen kann. Das finde ich auch eine ganz gute Idee. Ja, gefällt mir. Also, ich weiß jetzt zwar natürlich noch nicht, was draufsteht. Allgemeine Informationen, Trefferpunkte, Chi-Punkte, Star-Room, wie sich das alles berechnet hat. Wer da nochmal wissen möchte, ich habe ja das Grundregelwerk, habe ich schon rezensiert. Ist wie gesagt ein System, wo man Schauspieler aus dem asiatischen, aus dem ostasiatischen Raum spielt, wo man dann ja Hongkong-Stories dreht, also irgendwelche Martial Arts, Kung Fu, Karate, Ninja-Filme, beziehungsweise Ninjutsu-Filme. Gut, hier haben wir auch sogar noch hübsche Karten. Ich mag die Karten sowieso ganz gerne. Vor allem, ich bin auch ein großer Fan von diesem dichten Urwald. Da kann man mich immer mit begeistern. Das sieht so ein bisschen aus wie ja, Google Earth Karten, die dann so auf gemalt gemacht worden sind. Aber ich finde die Karten hübsch. Finde ich cool. So, dass man die dann hinstellen kann. Ich muss gleich mal gucken, ob man das dann auch allgemeine Informationen, Chirum. Ach so, genau, okay, das sind dann, ich weiß nicht, was waren das? 5 Stück, ne? Die kann man dann an seine Spieler austeilen. Ah, das ist dann also nicht nur für den Spielleiter, sondern das kann man dann auch den Spielern. Ja, siehst du, jetzt weiß ich auch, warum das 5 sind. Da hat jeder Spieler hat dann eine so eine Karte vor sich und kann dann gleich gucken, was man damit machen kann. Wie ein Kampf funktioniert, wie ein Stunt funktioniert. Das ist ja auch eine gute Idee. Ich muss gerade überlegen. Ich hatte nämlich überlegt, dass man den so ein bisschen hinstellen kann, dass man das dann irgendwie anlehnen kann, aber ich glaube, das geht dann doch nicht. Aber ist auf alle Fälle schon mal eine coole Idee. Also, ist das hier das gleiche? Ja, das ist das gleiche. Das ist also auch hier wieder so ein Umschlag. Könnt ihr dann hier erkennen. Und dann sind dann wieder Plastikkarten drin. Und da weiß ich jetzt wieder nicht, was draufsteht. Ja, Wushu, Kung Fu, Wing Shu, Wing Chun. Ja. Also ich kann zwar Karate, aber ich bin so mit diesen ganzen Kung Fu Sachen bin ich nicht vertraut. Ich habe zwar mal zwei, dreimal Kung Fu gemacht. Ich fand allerdings diese Schlangentechniken fand ich ein bisschen albern, muss ich tatsächlich sagen. Das sieht vielleicht in Filmen ganz cool aus, aber wenn man dann anfängt mit Kung Fu und dann darf man so seinen Arm ausstrecken und so zustechen wie so eine Schlange, das mag vielleicht helfen gegen Feinde, aber gegen Feinde, ich habe ja auch keine Feinde. Guailo Martial Arts. Kwangxia Jingejun. Ja, ich glaube, es macht auf alle Fälle Sinn, wenn man sich Charaktere baut. Das könnte ich sicherlich auch nochmal machen. So einfach Charaktere bauen. Ich habe ja das Grundregelwerk schon vorgestellt, aber noch nie Charaktere gebaut. Einfach, dass man
dass man mal so einen Charakter gemeinsam gebaut hat. Adler, Clown, Kung Fu. Also, wie gesagt, ich glaube, es macht Sinn, dass man, wenn man diese Karten benutzt oder wenn man die weitergibt, damit man sich so ein bisschen orientieren kann mit seinen ganzen Sonderfertigkeiten, die man dann kaufen kann, dass man erst einen Charakter baut und dann entscheidet man sich für Adler, Clown, Kung Fu oder für das Chang Quan Kung Fu. Und dann macht es, glaube ich, Sinn, dass man diese Karte dann auch vor sich hat. Ja, hier, ich sehe auch gerade den Trunken Bold. Der Drunken Style. Ich weiß auch gar nicht, wo dieser Drunken Style herkommt. Keine Ahnung. Ich bin in dieser Geschichte des Kung Fu bin ich überhaupt nicht bewandert. Immer, wenn ich New Hong Kong Story sehe in meinem Regal und da drin lese und blätter, ich habe danach unglaublich Bock auf Kung-Fu-Filme. Ich habe mir, was heißt neulich, als ich das letzte Mal reinguckt habe, habe ich, ich glaube, mir 4 oder 5 Kung-Fu-Filme angeguckt. Hier ist, wie gesagt, noch das Bündnis, das ist das ja, Sodo-Abenteuer, das ist das Abenteuer vom GRT-Tag, vom Gratis-Rollenspieltag. Da haben sie ja bisher immer was beigelegt, das ist so ein aufklappbares. Ich weiß nicht, DIN A3, bin ich mir nicht ganz sicher. So, was ist das hier? Ein Ringbuch, Ringbuch College Block. Da wollen wir auch noch mal ganz kurz reingucken. Es ist dann eher kein durchgeblättert. Die Abenteuer der Geschwister Kang. Ich will hier kein durchgeblättert draus machen. Ich will nur mal kurz gucken, was in diesen Büchern drin ist, und die Rezension dazu findet ihr dann, weil es dieses Mal keine PDF ist, sondern ein tatsächliches Buch, ein Softcover, ein Hardcover, ein Ringbuch, findet ihr dann die Rezension dazu auf meiner Homepage. Recherchephase, genau. Das ist dann das Abenteuer mit Temple of Nightmares, und dann haben sie hier ja noch gesagt, okay, das ist wieder so ein Schuber, so ein Inlay. Und dann haben wir hier noch so ein. Gott, das sind die ganzen Handouts, ne? Das ist ja auch nett. Das ist ja richtig cool, die ganzen Handouts. Da muss man sich die nicht ausdrucken. Hier haben wir hier noch zwei kleine Tütchen. Wofür auch immer wir die brauchen. Sind das die Charaktere? Sieht aus, als ob das die Charakterkarten. Oder nicht die Charakterkarten. Kultist wird man wohl, glaube ich, nicht spielen. Aber vielleicht sind das Gegner. Kann man die auf den Tisch legen, nach dem Motto, ja, wenn ihr hier euch hier unterhaltet, das ist Dr. Banzhuk. Der eine hat auf alle Fälle eben Tontafeln. Ja, genau, das sind dann. Das ist ja auch schön. Ah, hier, warte mal. Das sind die Tütchen. Special-Jade. Das sind die Tütchen mit. Da sind zwei Button drin. Ich weiß es nicht genau. Phoenix. Müsste man jetzt natürlich auch wissen, worum es in dem Abenteuer geht. Oh, ich liebe Karten, ne? Habe ich euch schon mal gesagt, dass ich Karten liebe? Genau, dann können wir das hier einmal aufklappen. Das ist. Ich kann das gerade im Spiegel nicht sehen. NT Productions LLC. Rotham Call Sheet. Kang Brothers Temple of Nightmare. Ist das der Temple of Nightmare? Sieht mir zumindest so ein bisschen nach einem Museum aus. Treppe der Galerie, Vitrinen. Okay. Dann haben wir hier noch ein Flugzeug, ein Blueprint. Ah, warte, warte, warte. Dragon Stunt. Weiß ich jetzt nicht genau, wofür wir das brauchen. Ob das einfach nur cool aussieht oder ob wir das auch auslegen müssen. Auf der Rückseite ist auch nichts. Kann man sich sicherlich sonst auch irgendwo hinhängen. Also gerade wenn man mit so einer. Das haben wir früher bei DSA gemacht. Da haben wir mit einem White. Mit so einer Whiteboard. Mir fiel gerade der Name nicht ein. Mit einem Whiteboard haben wir gearbeitet. Okay, was ist? Es ist
Ich weiß gerade nicht, was das für eine Karte ist. Also hilft jetzt, glaube ich, auch nicht, wenn ich das aufklappe. Keine Ahnung, wo wir da sind. Irgendein Kampfplatz. Irgendein Kampfplatz, wo man dann Token hin und her verschieben kann. Sicherlich wieder der Temple of Nightmare. Genau. Also noch mehr davon, da kann man sogar sicherlich anlegen. So, dann haben wir hier wieder eine beschriftete Karte. Hauptgebäude, Helikopterlandeplatz, Haupteingang, Parkplatz. Dann kann man natürlich auch mit dem Helikopterlandeplatz kann man dann wieder coole Stunts machen. Dragon Stunt Production, genau, Stunt Unit. Von Häuserdächern runterspringen. So, was ist das hier? Rolltor, Lagerraum. Oh, ganz im Ernst. Oh, ich finde diese Blueprints oder das hat eine einfache Garage, ne? Es ist nichts Großartiges, aber ich finde das toll, wenn man hier so verschiedene Spielräume hat, wo man sich verstecken kann in den Lagerräumen oder hinter Kisten oder die wegtreten kann. Ist echt viel drin. Echt viel. Jetzt haben wir hier noch eine Blueprint. Guck mal hier mit so einem Kommandosoldaten. Prüftisch. Ist krass, wie sie das alles dazugelegt haben. So, was haben wir denn hier? Kann ich die ausschneiden und dann. Ja, hier ist so eine kleine gelbe Schneidelinie. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Und dann kann ich. Ah, dann kann ich hier sogar mit dem Hubschrauber auf den Karten landen. Und was ist. Ist das ein LKW? Ist das ein Zug? Ich glaube, das ist ein Zug mit einem Kohlewaggon hinten dran. Kann ich dann ausschneiden und anlegen? Ah, hier siehst du, hier mit einem Waggonteil. Das kann ich auch wieder auseinanderschneiden, einfach in der Mitte. Oder auch knicken. Dann haben wir hier so ein Bar. Eine Zugbar. Ist das ein Zug? Ja, doch. Oben kann man die Koppeln erkennen. Dann kann man oben sogar. Hier, warte, das. Kann man hier oben, das ist dann das Dach von dem Waggon. Das heißt, man müsste auch auf dem Waggon oben kämpfen können. Das ist jetzt taktisch vielleicht nicht so anspruchsvoll. Aber wenn dann eine Brücke kommt, Freunde, ich sag's euch, wenn eine Brücke kommt, dann. So, was ist das? Ein Güterwaggon. Genau, steht nichts weiter bei. Da haben wir auf alle Fälle so ein kleines Auto noch mit drin. Das ist ja mal richtig eine coole Idee. Ist natürlich viel Kampf, aber das kann man ja unabhängig von den Abenteuern kann man das ja mehrfach benutzen. Schlafwaggon erster Klasse. Das gefällt mir richtig gut. So, und dann haben wir hier den zweiten Film. Ist das der zweite Film? Der ist dann in Farbe. Und das ist auch wieder zum Ausschneiden. Guck gerade mal. Eins, zwei, drei. Also es ist auf alle Fälle auch sehr hartes Material. Das könnt ihr jetzt natürlich nicht anfassen. Ist das jetzt so eine Polizeiakte? Hongkong Police Force. Genau hier nach oben. Oben noch mit Tackernadel. Also ist nicht drin, aber ist halt drauf kopiert. Haftbefehl. Ausgestellt auf Geng Shin, Verdacht auf Drogenherstellung, Handel, Schmuggel, vermutlich Fluchtgefahr, ist als äußerst gefährlich eingestuft. Besteht Fluchtgefahr, ja, das haben wir schon gesagt. Mensch, Lei Xinju ist auch mit dabei. Ich muss das mal wieder, wenn ich das gleich wieder zusammensortiere, muss ich hoffen, dass das. Dass ich das alles wieder so reinkriege, wie es drin war. Und dann können wir unseren eigenen Film drehen. Also Temple of Nightmare und Under Pressure. Der ist also auch mit drin. Ah, hier, sehr schön. Militärische Handsignale. 1, 2, 3, 4, 5. Aha. Ach so, wie man das anzeigt. Geräusch, mitkommen. Beeilung, genau, denn das ist einmal das Marsch und zweimal ziehen ist Marsch, Marsch, das ist schnell, schnell. Pfeilformation, Feind.
Das habe ich auch alles gelernt, Freunde. Das habe ich auch alles gelernt. Dann haben wir auf der Rückseite haben wir auch wieder. Ach, das ist auch wieder so eine Karte. Ich finde das einfach. Da wurde sich echt viel bei gedacht. Fahrzeug. Verstanden. Ducken. Ja, verinnert euch das. Ich will diese Handzeichen am Tisch sehen. Da haben wir hier noch einen Venom Squad. Waffen. Das ist auch wieder so ein Block. Ausrüstungskatalog. Okay. So, was steht da unten? Squad-Mitglieder können mit einem Budget von 30 Hongkong-Dollar Ausrüstungsgegenstände wählen. Nicht verwendetes Budget darf auch an andere Mitglieder weitergegeben werden. Ah, okay. Und da steht dann auch, ah, okay, da steht dann noch bei, was das kostet und was ich dann mit habe. Gut. Das ist ja auch eine coole Sache. Das war's. Genau, damit können wir gemeinsam mit diesem Buch, können wir dann diese unglaublich vielen Materialien, das hier gehört natürlich nicht dazu, das war eine andere Box, aber es ist echt eine ganze Menge und damit können wir dann abarbeiten. The Daring Kang Brothers, Temple of Nightmare und dem Kurzfilm Under Pressure. Sprich, dass wir zwei Abenteuer hier drin haben. Ja, ich wollte mir mal selber angucken, was da so alles drin ist. Eine Fülle an Materialien. Und da bekommt man alleine beim Auspacken bekommt man mega Bock, das zu spielen. Gut, mehr wollte ich auch gar nicht. Video geht sowieso schon zu lang. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses kleine Unboxing der New Hongkong Story. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wie gesagt, Rezension folgt dann auf meiner Homepage. Wir sehen uns. Bis dann.